Szene so ein bisschen setzen. Heute ist Donnerstag, es ist der 30. September 2021 und ich bin am letzten Kapitel jetzt, das Leben in der Welt, die wir nicht sehen, von Anthony Borgia, das ist ein Medium, und er hat überbracht die Nachricht von Monsignor Robert Hugh Benson, der lebte von 1871 bis 1914, starb also recht jung, und er war, sein größter Wunsch war, dass seine Nachrichten über das Nachleben in diese Welt hineinkommt. So, ich habe jetzt alle Kapitel gelesen in Englisch und in Deutsch, und hier ist mein letztes Kapitel. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Schwung mache, aber mal sehen, mein Hund hat sich hier wieder hinter mich hergelegt. Das muss nur so sein, ich muss das einfach nehmen, wie es ist. Also Kapitel 15 ist dieses hier. Ich habe leider gemerkt, dass ich ein, zwei Mal einen Fehler gemacht habe, weil ich die nacheinander gelesen habe, und dann habe ich gesagt 14 und das war eigentlich auch 15. Aber ich habe das geändert in der Beschreibung. Also ja, okay. Fangen wir mal an. Kapitel 15. The Highest Realms, die höchsten Reiche. Ich habe schon öfter zu euch davon gesprochen, was diese höheren Sphären bedeuten. Es gibt nur zwei Wege und nur zwei Wege, die diesen lofty Status penetrieren können. Oder wie, mit anderen Worten, wie man in diese Reiche hineinkommen kann. Der erste ist durch unsere eigene spirituelle Entwicklung und Progression. Und der zweite Weg ist bei spezieller Einladung von jemandem, der sich in diesen Regionen aufhält. Jeder andere Weg ist gesperrt für uns bei unsichtigen Barrieren von spiritueller Undurchdringlichkeit. Ich möchte euch jetzt erzählen von der speziellen Einladung, die wir erhalten haben, diese Reiche zu besuchen. Wir saßen in eines der unteren Räume in meinem Haus, von dem wir die Schönheit aus den Fenstern zur Perfektion beobachten konnten. Über die glitternde Landschaft konnte man in der Ferne eine City sehen und man konnte sie ganz klar sehen, obwohl sie eigentlich sehr weit weg war. Edwin und ich unterhielten uns und Ruth saß am Klavier und spielte uns etwas vor und das schien sich harmonisch zu mischen mit unserer Unterhaltung und unserer Stimmung, mit unserer farbigen Umgebung. Ruth hat sich eigentlich nie wieder erholt von ihrer ursprünglichen Überraschung, als sie das Piano in ihrem Haus sah, als sie ankam. Sie war ein guter Pianist in ihrem erdlichen Leben und sie hat uns erzählt, dass der Moment, als sie sich an das Piano gesetzt hat, an ihr Spirit Piano gesetzt hat, wie sie es nannte, und die ersten Chorde darauf anschlug, war sie so überrascht. Sie sagt, sie wusste überhaupt nicht, was passiert war, denn wundervolle Töne kamen hervor. Und sie war in Konsequenz erstaunt über das Resultat ihrer einfachen Aktion, denn der Ton ihres Spirit Pianos war etwas, was sie sich nie hätte vorstellen können. Es war so perfekt balanciert und hatte so eine hochklingende Qualität. Und das war noch nicht das Ende ihrer Überraschung. Sie fand, dass ihre Dexterität sich zehnfach, hundertfach vermehrt hat. Sie stellte fest, dass indem sie ihren körperlichen Body oder ihren Körper verlassen hatte, hat sie ihre Technik mit sich genommen in die Spirit World. Und dann hat sie
entdeckt, dass ihre Hände so viel einfacher spielten wie Wellen, die über die Schlüssel oder wie sagt man, über diese, über die, die Tasten wie von alleine sich bewegten. Und ihre Erinnerung an die Lieder, die sie kannte, kamen hervor aus ihren Händen. In diesem Moment war die Luft gefüllt mit den schönsten Sounds, mit den schönsten Tönen. Und es war so hilfreich für uns zu relaxen. Denn wir hatten gerade eine besondere Arbeit hinter uns in unserem normalen Arbeitstag. Wir drei, wir arbeiten zusammen. Wir arbeiten immer zusammen und eigentlich sind wir auch in der Freizeit immer zusammen. Und um ehrlich zu sein, verbringen Edwin und Ruth mehr Zeit in meinem Zuhause, als wir in ihrem eigenen verbringen. Und wenn ich davon spreche, muss ich sagen, ich würde es nicht anders wollen. Plötzlich hörte Ruth auf zu spielen und lief an die Tür oder ging zur Tür. Wir wunderten uns, was sie dazu veranlasst hat, so plötzlich aufzuhören. Edwin und ich standen auf, um zu sehen, was los war. Wir waren sehr überrascht, als wir sahen, dass zwei striking figures, also markante Personen, über dem Rasen auf uns zugingen. Und ich habe diese Personen schon vorher erwähnt. Einer war der Ägypter, der mir so hilfreichen Ratschlag gegeben hat, als ich hier ankam in der Spirit World. Und er hat seitdem ein Interesse genommen in meinem Wohlbefinden. Der andere war sein Meister, his master. Und er begleitete diesen himmlischen Besucher auf diesem Trip hier und auch in die Tempel der City. Der Master von dem Ägypten war ein Mann mit Jet Black, mit ganz schwarzen Haaren und seine Augen waren dieselbe Farbe und in seinen Augen twinkelte ein Funken von Humor und Fröhlichkeit. Ich habe hinterher erfahren, dass unser Gast ein Chaldean ist. C-H-A-L-D-I-A-N. Chaldean. Müssen wir mal nachgucken. Wir gingen vorwärts, um unsere zwei Besucher willkommen zu heißen. Und die schienen sehr erfreut zu sein, uns zu sehen. Wir unterhielten uns über viele verschiedene Sachen und Ruth wurde überredet, zu Ende zu spielen, was sie gespielt hat, als sie angekommen sind. Als sie fertig war, sagten sie, dass sie es wunderbar fanden und der Chaldean sprach von der Sache, für die sie hierher gekommen sind, den Grund ihres Besuchs. Er kam, sagte er, mit einer Einladung von der großen Seele, die wir schon einmal honoriert haben an diesem unvergesslichen Tag im Tempel. Und wir wurden gebeten, ihn in seinem eigenen Hause zu besuchen, in den hohen Reichen, in dem er lebte. Die drei von uns waren schweigend, als wir es hörten. Ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen sollte, weil das war so ein Privileg, so eine Einladung zu bekommen. Edwin jedoch kam uns zur Hilfe und sprach sprach für uns. Der Chaldean amüsierte sich sehr über unsere Verlegenheit und er versicherte uns, dass wir vor nichts Angst zu haben müssen in einem solchen Treffen. Es wäre überhaupt unmöglich, irgendwann Angst zu haben hier. Aber ich glaube, was uns am meisten bewegte oder zumindest verwirrte, war der Grund, für den wir zu diesem Besuch eingeladen worden sind. Und wie würden wir denn dahin gehen? Und ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wo das
dahin sein könnte. Zu unserer ersten Frage sagte der Chaldean, dass wir es rausfinden, wenn wir dort ankommen. Und bezüglich, wie wir dorthin kommen, nun sagte er, daher hat er seinen Freund, den Ägypten, mitgebracht. Wir versuchen, unsere Gefühle auszudrücken, aber wir versagten. Zumindest hatte ich das Gefühl für mich. Ich glaube, Edwin und Ruth waren mehr erfolgreich in dem, obwohl der Chaldean half uns mit seinem leichtherzigen Benehmen und seinem guten Sinn von Humor, es nicht schwer zu nehmen. Ich glaube in Wirklichkeit, dass der Chaldean die fröhlichste Seele ist im Spirit-Reich. Ich möchte mal gucken, was merriest soul. What would we say in German? Die lustigste. Also er fand, dass der Chaldean die lustigste Seele in der ganzen Spirit-Welt sein müsste. Ich sage dieses besonders, weil falls ihr eine Idee haben solltet, dass die höheren Reiche und die dort sind, viel ernster sein müssen als andere, dass das komplett falsch ist. Das Gegenteil ist die Wahrheit. Leichtherzige Fröhlichkeit und Lustigkeit, die vom Herzen kommt und das niemandem wehtut und ist niemandem gegen jemanden gerichtet, aber ist reiner Spaß und dafür da, dass man sich fröhlich fühlt, das ist sehr willkommen und wird sehr befördert hier in der Spirit World. Leichthearted Spirit, also leichtherzige Seelen werden geliebt. Es ist hier keine Überschreibung. Abandon all laughter, ye who enter here. Es steht über der Tür nicht, dass man alles Lachen vergessen sollte für die, die hier eintreten. Das steht nicht über der Tür in diesen höheren Reichen. Und das überhaupt vorzuschlagen, dass die spirituelle Welt grimmer und dunkler aussieht als unsere, ist die scheußlichste Idee, die man haben könnte. Und das kommt auch nur von den sanktimonischen Gedanken der örtlichen Religion. Wir wissen, wie man lacht und und das tun wir auch oft. Wir mögen keine trauriges Benehmen und wenn dort keine Fröhlichkeit dahinter ist, ist das kein Vergnügen. Also, wenn ich euch sage, dass unser distinguierter Gast, der Chaldean, so eleviert ist und unsere Gedanken ebenso eleviert hat mit seiner Gaiety. Gaiety, let me see what they say to that. Dieses Buch ist ja von 1914, da starb er. Von der Fröhlichkeit, ach so. Unsere Gedanken sind so gehoben in der Fröhlichkeit und er wird uns damit noch weiterhelfen, sagte er. Das wäre für den netten Ägypten kein Problem. Und ich muss sagen, er hatte keinerlei von einer staatlichen oder Hochstation Dignity. Er benahm sich nicht mit Abstand, sondern wie ein lieber Mensch. Und es muss nicht gedacht werden, dass er andauernd gelacht hat, bevor er etwas gesagt hat. Wir sind hier nicht in einem Land von Make-Believe. This is funny. Make-Believe. Wir sind hier nicht in einem Land von Glauben machen. Wir lachen, weil es war ein Grund zum Lachen. Und es war nicht albernes Gelachter, sondern, oder nicht über jemanden lachen, sondern wir lachten zusammen.
Edwin fragt, wann wir diese Reise machen. Und der Chaldean antwortete, dass er und sein guter Freund der Ägypter sind hierher gekommen, um uns abzuholen. Und wir waren immer noch im Dunkeln, was die eigentliche Prozedur sein würde, so eine Reise zu machen. Jedoch der Chaldean nahm die Dinge in seine Hand und sagte, come along, come along. Und er leitete uns zu den Grenzen von seinem Reich. Als wir durch den Wald gingen und die Wiesen, fragte der Ägypter, ob er mir etwas erzählen sollte über diese großartige Being, den wir jetzt, über das großartige Wesen, das wir jetzt besuchen werden. Und ich würde gerne etwas hören. Er sagte mir ein bisschen, obwohl ich glaube, er wusste viel mehr, als er mir offenbart hat. Und wahrscheinlich hätte ich sowieso es nicht verstanden, wenn er mir alles erzählt hätte. In seiner Weisheit hielt er viele Informationen zurück. Also, hier ist, was er mir erzählte. Diese illustriose Person, zu deren Haus wir gehen in den Höhenreichen, wird erkannt von jeder Seele in dem Reich vom Licht. Sein Wunsch ist immer ein Command und sein Wort ist Gesetz. Das blaue, weiße und goldene, die blauen, weißen und goldenen Farben in seiner Robe, die zeigte, was für eine enorme Proportion seine Status hat, zeigte die stupendose, also die unwahrscheinliche Weisheit, Spiritualität und Wissen, das dieses Wesen hatte. Da waren Tausende, die ihn als seinen beliebten Meister ansahen. Und der Hauptjenige, der ihn so nannte, war der Chaldean, denn der Chaldean war seine rechte Hand. Bezüglich der speziellen Funktion war er der Ruler of all the realms of the spirit world. War dieser der Leiter aller Reiche in der Spirit World. Und er übte aus kollektiv diese Funktion. Und der Chaldean war seine rechte Hand und half ihm dabei. Alle anderen Rulers, Leiter, waren daher verantwortlich zu ihm oder responsible, also musste ihm antworten, und alle Reiche sind in ihm zusammen als eins gemischt, und das macht ihn den Vater des riesigen Universums, das kreiert und gehalten werden wird von dem größten Vater von allem, dem Kreator. Einen Versuch, dieses immense Großartigkeit seiner Kräfte in der Spirit World zu beschreiben, wäre unmöglich. Auch wenn es möglich wäre, so etwas zu verstehen, würde ich versagen. Solche Kräfte haben keine Gegenteil auf der Erde. Sie haben keinen Vergleich mit irgendeinen administrativen Kräften auf der Erde. Erdliche Gedanken können diese Individuen nur hervorbringen. But earthly minds can only conjure up those individuals who ruled great kingdoms of earth.
who had sway over the past territories, maybe, but who did so through their fear alone. And where all who lived under him will live as serfs and slaves. Also, erdliche Gedanken können nur hervorbringen diejenigen, die auf der Erde große Königsreiche geleitet haben. Und meist sind die durch reine Angst geleitet, wo alle, die in diesem Reich leben, als Bedienstete und Sklaven sind. Kein erdliches Reich durch alle Geschichten der History, der Geschichte der Erde, hat jemals über einen Staat oder ein Reich geleitet, das hier geleitet wird von der illustrious Person, von der ich hier spreche. Und sein Reich wird geleitet von der universellen The Great Universal Law of True Affection. Fear does not, could not exist. Und sein Reich ist geleitet von der großen universellen Gesetz der wahren Liebe und Zuneigung. Angst existiert hier nicht. Nicht mal in der allerkleinsten Fraktion, weil es gibt nicht und kann nicht der kleinste Grund für Angst sein hier. Noch wird das jemals anders sein. Er ist das große, lebende Link zwischen dem Vater, dem Kreator des Universums und seinen Children. Aber trotz der supremen, erhobenen Position des spirituellen Reiches kommt er hier von seinem himmlischen Reich, um uns in diesen Reichen zu besuchen. Ich habe euch das zu erklären versucht in einem anderen Kapitel. Und es ist erlaubt für andere, die verhältnismäßig niedrigere Personen haben, dass sie ihn besuchen in seinem Hause. Es ist nichts unsubstantial. Gehaltlos, also es ist nichts Gehaltloses, Vages oder unreal oder unwirklich über dieses Wesen. Wir haben ihn hochgehalten in großen Feiertagen, die wir haben in unserer Spirit World. Er ist nicht so eine spirituelle Erfahrung oder eine Idee, dass die Seele produziert in uns, das von einer unsichtbaren Quelle kommt. Er ist eine richtige, lebende Person. Realität, wie wir selbst sind. Und wir sind nicht mehr real auf der Erdewelt, als wir hier sind. Auf der Erde sind wir uns dessen nur nicht bewusst. Ich versuche es hier so direkt wie möglich zu euch zu sagen, damit dort kein Missverständnis ist von dem, was ich versuche zu erzählen. Es gibt dort eine falsche Idee auf der Erde, dass diese Dinge der höchsten Reiche so ethereal, also so ätherisch sind, dass sie praktisch unsichtbar sind, abgesehen von denen, die genauso sind, und dass sie komplett von Distanz sind und dass man sie nicht ansprechen kann. Aber es könnte nicht falsch sein. Es könnte nichts falscher sein. Es scheint ein allgemeiner Gedanke gehalten zu sein, dass diese Wesen so sehr viel höher sind als wir, dass und
das ist schon so lange schon so gewesen, als wenn wir nicht erlaubt sind, unsere Augen von der Distanz auf sie zu werfen. Und das ist kompletter Nonsens. Viele Seelen in diesen Reichen sind angesprochen worden von diesen großen Wesen und hat es überhaupt nicht gemerkt. Wir alle haben bestimmte Kräfte, die vergrößert werden, wenn wir von einer Sphäre in die andere Sphäre kommen, in den progressiven Schritten unserer spirituellen Entwicklung. Und einer der Prinzipien von diesen Kräften ist, dass wir uns anpassen oder selber anpassen an dem, was unsere Umgebung erzeugt. Da ist nichts Magisches darüber. Es ist höchst technisch, denn für die meisten wissenschaftlichen Mysterien, für viele mysteriöse wissenschaftliche Dinge der Erdwelt, haben wir hier eine einfache Erklärung. In der Spirit World nennen wir es Equalizing of our personal vibrational rate. Was haben wir vergessen? Hier in der Spirit World nennen wir es eine Anpassung in unserer persönlichen vibrationellen Rate oder Stadium. Aber ich habe das Gefühl, ihr seid jetzt nicht viel kluger als vorher. Und ich muss ehrlich sein, es ist nicht in meiner Kraft, euch zu versuchen, es zu erklären. Der Ägypter gab mir diese Details und ich habe noch von meinem eigenen Kenntnis dazu gegeben. Und das ist wirklich sehr klein, was ich euch sage. So, in der Zwischenzeit bin ich etwas abgewichen von dem, was passierte. Wir sind jetzt in der Nähe von Edwins Haus. Und wir gingen von unserem eigenen Reich in eine weit höhere, rarifierte Atmosphäre. In einer Weile wird es unbequem werden, weiterzugehen, weil wir in die Nähe der großen Reiche kommen. Und wir verlangsamten uns. Aber es war natürlich, was der Chaldean schon gesagt hat. Wir haben überhaupt keinen Grund, Angst zu haben. Wir können einfach weitergehen. Und die Prozedur war perfekt und normal und überhaupt nicht sensationell. Zuerst hat er uns seine Hände gegeben, um sie zu halten. Und das würde uns dann stärkere Kraft geben, durch dieses zu kommen. Wir hatten eine Sensation von Kribbeln in unseren Händen, aber es fühlte sich gut an und es fühlte sich exhilarating, spannend an. Und wir fühlten uns, als wenn wir plötzlich leichter wurden. Aber ich glaube, das ist überhaupt gar nicht möglich hier. Dann fühlten wir eine Wärme, die unser System überkam. Und das war einfach der Effekt von der Kraft. Und es war nichts in sich selbst. Der Chaldean nahm Ruth zwischen Edwin und mir. Und dann stand er ein klein wenig hinter uns. Er nahm seine linke Hand auf Edwins Schulter und seine rechte Hand auf meine Schulter. Und er hatte einen großen Mantel um, der sehr reich, farbig und beschmückt war, und er hatte uns alle unter seinen Mantel. So, jetzt mache ich hier erstmal Schluss, denn sie sind jetzt auf dem Wege in die höchsten Reiche der Spirit World. Have a good day!